Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Die Ahnenbrand-Operation ist vorbei und ich bin dann gestern mit der Galaxy Lightning zurückgekehrt nach Toluku, habe dort alle Daten abgegeben und dabei ist einiges zusammengekommen, denn gerade die Rückreise gestern, da hatte ich so viele gute Scan-Ergebnisse nochmal, dass ich da nochmal auf ein bisschen Geld gekommen bin. Kontostand derzeit trotzdem nur 14,4 Millionen, denn ich konnte mir dann durch den Verkauf des 7B-Treibstoffsammlers den 7A-Treibstoffsammler leisten. Allerdings ist es jetzt relativ knapp mit dem Kontostand, beziehungsweise ich könnte mir einmal die Versicherung leisten und dann erstmal nicht. Das heißt, einmal ist der Ersatzwert drin und das passt auch soweit. Hier ist jetzt irgendwo da der 7A-Treibstoffsammler, wie gesagt, kein Muss, aber warum nicht? Wenn es geht, kann man den ja ruhig mal dabei haben. Das Schiff ist soweit komplett ausgestattet. Dann hatte ich gestern noch, das fiel mir, boah, das war eine Sache. Und zwar, ich hatte die automatische Feldwartungseinheit, die war deaktiviert. So, das Schiff hatte allerdings mit deaktivierter Feldwartungseinheit irgendwie einen Verbrauch von 94 oder 95% von der Leistung her. So, und dann hatte ich die eingeschaltet, weil ich die ja dann für die längere Reise brauchte und musste feststellen, dann nur 115% Verbrauch, wie kann das denn sein? So, dann hatte ich meinen Coriolis-Link aufgerufen, wo ich mir die Anaconda so, exakt so wie sie jetzt hier im Spiel ist, auch eingetragen habe. Und da hat es aber alles gestimmt. Und ich habe ewig gebraucht, bis ich gerafft habe, dass hier ist ja noch der Sogwolkenscanner drin gewesen, den ich ja brauchte für die, bestimmten Scan-Daten, halt für das 5er FSA-Upgrade. Das habe ich aber nicht mehr gerafft. So, es war auch schon ein bisschen später, bis ich das dann kapiert habe, also später in der Nacht. Und da hatte ich dann jedenfalls irgendwann gerafft, aha, der Scanner ist ja noch drin, baue ich den mal wieder raus und dann hat auch wieder alles exakt hingehauen. Ja, ich fliege mit einer AFW los und halt, dann hatte ich noch, Moment, genau, einmal Düppel, einmal Kühlkörper nehme ich trotzdem mit, Planetenfahrzeughanger für 2, SAVs ist auch dabei, ich nehme keine Fighter mit und ja, so ein ganz kleines bisschen Frachtgestell ist auch dabei, im Prinzip plus 8 Kapazität, nicht mehr. Und da kommen wir jetzt noch auf 55,78 bis 59,06 Lichtjahre im Schnitt oder höchstens mit der Sprungreichweite halt. Das ist ganz gut, reicht mir vollkommen aus. Und ich habe mir jetzt auch schon ein Ziel gesetzt, wo es hingehen soll. Und zwar als Lesezeichen, das ist kein besonderes Ziel, Reise 2, Ziel 1 wäre das. Die Reise 1, die hatten wir zusammen gemacht mit der Diamondback bis nach Colonia. Und genau, dadurch, dass man jetzt ja 20.000 Lichtjahrroute, die Routen berechnen kann, hatte ich mir, das ging relativ schnell, ein System rausgesucht, was nah an der Grenze kratzt. Das sind 19.999,91 Lichtjahre Entfernung. Ich berechne die Route jetzt mal. Okay, das geht sogar schneller, als ich gedacht hätte. Schauen wir mal, wie viele Sprünge das bis dorthin sind. Bestimmt 2.000 Sprünge oder so. Oder 1.800, 1.900 würde ich jetzt mal ganz grob raten. So, da ist die Route berechnet. Da hinten ist mein letzter Tankpunkt. Macht ja nichts. Treibstoffsammler ist ja dabei. So, schauen wir doch mal. Ach, ich bin doof. Ja, sorry, das... Vergesst das, keine 2000 Sprünge. Ich bin noch kurz nach dem Aufstehen. So, gewisse Teile meines Gehirns sind noch nicht ganz aktiv. 394 Sprünge bloß. Boah, das geht. Das geht für 20.000 Lichtjahre. Das ist echt wenig. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bis nach Sagittarius A hin und zurück bin, das waren irgendwie 2000 Sprünge. Aber da ist auch das Schiff gerade mal halb so weit gesprungen. Und mich hat dann auch nochmal einen Umweg geflogen. Jedenfalls... Ja, das ist eine ganz feine Sache und da werde ich bis dahin erstmal durch, naja, nicht düsen, aber das sind ja schon einige Sprünge und dann mich langsam hier so den Weg drum herum bahnen und dann gucken wir uns langsam aber sicher mal dann doch den Beagle Point an,
Ja, mal gucken, das sind bestimmt, wenn ich so im Kreis fliege, 20.000, 40, 60, 80, 80, 100.000 Lichtjahre oder so müssten das sein, wenn ich einmal im Bogen drumherum fliege. Wahrscheinlich viele, viele unentdeckte Systeme dann auch wieder, wie immer eigentlich, wenn man eine gewisse Entfernung zur bewohnten Blase hier erreicht hat. Ja, dann wollte ich euch noch ein paar Sachen zeigen, die ich halt auf der Rückreise gesehen hatte. Bloß jetzt noch mal ganz kurz zwei Bilder erstmal von dem letzten Treffen dort bei der Ahnenbrandoperation. Das hier, die Szene hat nichts damit zu tun, was dann irgendwie mal im Video oder so vorkommt oder was dort tatsächlich passiert ist. Das war bloß so erstmal das Treffen vor Eta Carinae. Also sind bloß die beiden jetzt. Und da haben sie alle mal ihre verschiedenfarbigen Laser ausgepackt. Das sah schon mal ganz witzig aus. Da sind auch nicht alle Schiffe, die sich dort getroffen hatten. Wir waren dann zum Schluss, glaube ich, 5 oder 26 Schiffe sogar. Also ich hatte 22 gezählt, die dann da aktiv dann noch mitgemacht hatten. Plus meins, plus noch zwei, drei andere, die da auch noch im Rücken von mir standen. Und ja, also so um die 25 Schiffe waren wir dann und das hat auch gut funktioniert. Also da gab es keine großen Probleme. Die Instanz war sehr stabil und bloß für die, die dann später dazu kamen, hat dann das Reindroppen in die Instanz ein bisschen länger gedauert, war aber in Ordnung. So, dann hier der Rückflug, der war schon mal nicht schlecht. Da ging es direkt relativ schnell los. Ich glaube, ein, zwei Sprünge auf dem Rückweg. Später war das dann nicht erforscht und. Ja, da oben eine Wasserwelt, hier unten eine erdähnliche Welt, dann noch eine Wasserwelt, da ging schon mal sehr gut los. Dann hier nochmal eine erdähnliche Welt und eine Wasserwelt. Dann hatten wir hier einfach nochmal einen schönen großen blauen Stern mit vielen, vielen anderen Sonnen aufgereiht. Das fand ich ganz witzig und dass die unten alle so einen ähnlichen Gasriesen bei sich haben. Und ja, hier nochmal eine Ammoniakwelt, was ich nicht gedacht hätte. Ja, man sieht so ganz, ganz leicht das Schimmern. Halt. Und der hatte sogar drei Monde. Das war ganz nett. Also das fand ich ganz geil, auf dem man auch landen konnte. Und der war tatsächlich sehr nah dran. Davon habe ich jetzt so optisch kein Bild gemacht, bin aber dran geflogen und habe alles gescannt. Ja, das war auch nicht verkehrt. Was hatten wir noch? Denn hier noch so einen ganz großen Landbahnplaneten. Da kommt jetzt nochmal Schwerkraft 2,08 G und knapp 19.000 Kilometer im Radius. Das ist immer so ein, ja, so ein extra Fundstück. Nochmal solche großen Landbahnplaneten. Die kommen schon relativ selten vor. Und so 20.000. Ich hatte mal einen gefunden, der hatte über 20.000 Kilometer im Radius. Das ist schon. Also der hier hat jetzt ungefähr die dreifache Größe der Erde. Zumindest ungefähr den dreifachen Radius. Plus minus ein bisschen. So, das ist ja dann. Da bin ich auch nicht drauf gelandet. Bin dann einfach weiter. Bin aber trotzdem halt nochmal näher dran vorbeigeflogen. Ein Riesen-Oschi. Wahnsinnig groß. Und hat auch eine schöne, fand ich schon beim Anflug ganz geil, weil andere Krater, die hatte ich jetzt so noch nicht gesehen, dass die sich halt hier so halbmondförmig da teilweise über den Planeten schlängeln. Das fand ich gar nicht so verkehrt. Aber ich brauchte nichts davon. Der hatte zwar auch hier mal Wolfram, was ich glaube ich hier auf dem Account noch gar nicht so oft habe. So, was haben wir dann noch? Genau, denn hier auch nochmal eine Wasserwelt und die ersten Planeten alle mit einem schönen Ringsystem. Das kommt auch relativ selten vor, da waren auch ein paar. Ich glaube, zwei oder so terraformierbar von, die hatte ich auch gescannt. Und hier auch nochmal landbar mit Planeten, mit Monden und Ringsystem, auch nicht verkehrt. Und halt, wie gesagt, dann nochmal eine Wasserwelt, dann nochmal eine Ammoniakwelt dabei gewesen. Und dann hatte ich hier noch, ja, das fand ich einfach, da war nichts Besonderes. Fand das bloß ganz witzig, weil das so gut wie alles außer der eine halt wieder mal Ringplaneten waren. Und das sieht immer nicht schlecht aus. Da ist man, ich gucke dann immer so ein bisschen überrascht, wenn ich dann auf die Systemkarte schaue. Ja, das hier, genau, das war dann, das ist dann, glaube ich, auch das letzte Bild. Ganz einfach ein terraformierbarer Planet, relativ nah am Stern, so irgendwie 300, 400 Lichtsekunden entfernt. Und der dazu einen sehr, sehr nahen Landbahnplaneten. Also das, ich hoffe immer mal, sowas in Verbindung mit einer Wasserwelt oder einer erdähnlichen Welt zu finden. Habe ich noch nicht, aber das wäre mal ganz geil. Das finde ich nicht schlecht. Na? Gut, dann, das war es erstmal dazu, zu den Bildern. Und ich würde sagen, Commanderinnen, wir legen jetzt einfach mal los. Wir gehen mal zurück an die Oberfläche. Ich schalte mal das Licht ein. Und Schiff ist komplett vorbereitet. Erwartete Wartung, alles komplett repariert. Alles dabei. Und ja, dann würde ich sagen,
können wir die neue Reise beginnen? Erstmal ist es eine Reise ins Ungewisse, ins Unbekannte. Ich war nämlich noch nie hier in den Außen, halt bis hoch geht's ja, noch nie in den Außenarm, höchstens mal so leicht angeschnitten, so eine kleine Kurve geflogen oder halt hier so rum oder bis da hinten so hin. Aber hier war ich noch überhaupt nicht. Also das ist für mich ab... Na, geh mal weg. Lesezeichen. Gut. Drehen wir es so rum. Ab Eta Carinae ist ungefähr hier, müsste das sein. Bei 7000 Lichtjahren, 7600. Ab da ist dann für mich alles unbekanntes Territorium. Ich habe den Stern auch ein bisschen, man sieht das vielleicht, ein bisschen höher liegend gewählt, um da einfach hier am Anfang schon mal so ein bisschen nach oben zu fliegen. Ich werde wahrscheinlich... Ja doch, nö, das passt soweit. Da geht die Reiseroute schon so leicht nach oben. Genau, damit ich nicht wieder relativ gleich den geraden Weg fliege, sondern so ein bisschen nach oben halt. Ne? Genau, das ist der Plan. So geht's los. Und dann würde ich sagen, starten wir in eine neue, schöne, hoffentlich unfallfreie, unbekannte Reise. So. Das wird jetzt erstmal wieder für lange, lange Zeit die letzte Station sein, die dieses Schiff sieht. Und ja, es herrscht bei mir wieder so ein bisschen Aufbruchstimmung, gerade weil es dann auch mal eine neue Ecke unserer Galaxie ist, wo ich jetzt hinfliege. Und ich werde auch da dann wieder mehr... Achso, übrigens, na gut, auch da wieder noch einige Fotos machen, auch noch so ein paar kleine Aufnahmeschnipsel und so weiter und so fort. Und... ja, freue ich mich sehr drauf. Los geht's. Erstes Ziel, HIP 64905. Auch unbekannt, obwohl das bloß ein Sprung von Toluku entfernt ist und ich hier schon ringsrum weiß ich nicht, wie viele Sterne gescannt habe. Los geht's. Genau, die Bilder, die ich gerade gezeigt hatte, da waren ja ein paar Wasserwelten und so weiter dabei. Und zwar erdähnliche, ein paar Ammoniakwelten. Das war aber bei Weitem nicht alles. Ich habe allein auf der Rückreise gut 20 Wasserwelten gefunden. Das war wirklich sehr, sehr viel. Da hatte ich mega Glück. Ja, dann, wir müssen leider noch ein unschönes Thema ansprechen. Unschöne Dinge trugen sich zu in der naheliegendsten Vergangenheit der letzten, naja, 5-6 Tage ungefähr. Und zwar fing das dann an, dass YouTube auch bei mir einige Videos jetzt als nicht unbedingt werbekundenfreundlich deklariert hat oder markiert hat. Es gibt ja, wenn man die Videos monetarisiert, gibt es ja die Option, entweder man macht das nicht, so ganz normal, oder man, also wenn man das nicht macht, dann ist hinter dem Video in der Videoliste ein, ach, da geht's ja gut los, dann ist da ein graues, ja, Geldsymbol oder Dollarsymbol. Geldsymbol, das ist ganz normale, das Geldsymbol. Oder wenn man das monetarisiert, das Video, dann ist das grün. Und wenn das als nicht werbekundenfreundlich oder mittlerweile steht da, für die meisten Werbetragenden nicht werbekundenfreundlich oder irgend so ein Kram. So, dann ist das Symbol gelb. Im Prinzip, nee, fangen wir anders an, das betraf... Da hatte ich dann ja so über die YouTube-Webseite wie so einen kleinen Hinweis bekommen, dass es da wohl einige Videos betrifft. So, dann kann man sich die anschauen lassen. Da gibt es dann extra Reiter für, dann werden die einem alle angezeigt. Da waren dann Dinge dabei wie Singularity, das war mal der Shooter, den wir mal letztes Jahr irgendwann durchgezockt hatten. Oder der erste Teil von The Evil Within war dabei. Oder auch ein paar neuere... oder auch einfach ein paar neuere Teile oder... Einige Folgen auch von Rise of the Tomb Raider war auch dabei. So, und das betraf von den Let's Play-Reihen ungefähr 50 bis 70% der Videos. Also schon eine Menge. Da das aber abgeschlossene Sachen waren, dachte ich, ja okay, scheiß drauf. Ist nicht weiter schlimm. Sind auch, konnte ich auch nachvollziehen, denn die hatten sich ja gegen Shooter und so ein bisschen, gab es ja schon länger Probleme, gerade auch in den USA ging das wohl schon länger. Jedenfalls... ja, war halt so, dachte ich, ja, okay, mein Gott, sind auch ältere Sachen, stört mich jetzt nicht wirklich. So, dann ging es aber los. Zwei Tage später, auf einmal, gab es das bei einem Video von Forza Motorsport 7. Dachte ich, ja, okay,
im Prinzip erstmal nicht so schlimm, man fährt Autorennen. Gut, dachte ich mir, ich habe bei dem einen oder anderen Video eventuell die anderen Autos ein bisschen, nur ein bisschen beschimpft. Nur ein bisschen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, eher mehr. Und ja, dachte ich, ja, okay, kann man durchgehen lassen. Da die Videos noch relativ neu sind, nehme ich mir die dann vor und deaktiviere einfach komplett die Monetarisierung. So, da können Sie mich dann mal. Genau, also die Monetarisierung dann bei den Forza Motorsport Videos, dadurch, dass die noch ein bisschen frischer oder neuer sind, habe ich die einfach deaktiviert, stört mich dann auch nicht. So, dann allerdings haben sie es fertig gebracht, auch meine Elite Dangerous Folgen. Nicht alle, bloß jetzt immer so die letzten zwei, drei zu mit demselben gelben Symbol auszustatten. Das heißt, für die meisten Werbentragenden unmöglich, die können das unmöglich unterstützen. Zum Beispiel die letzte Explorer-Folge. Ich kann mich nicht erinnern. Pass mal auf. So, wir gucken erstmal ganz kurz. War hier irgendwas Terraformierbares dabei? Jawohl, die ersten zwei, der auch. So, können wir fliegen mal weiter. So, genau. Ja, jedenfalls das Elite Dangerous Video mit dem Exploren aus der letzten oder vorletzten Folge, jedenfalls die letzten beiden Videos. Genau, einmal das Video mit dem Exploren aus der letzten Folge, das 271er Video und das davor, das 270er Video, als wir dieses Alienwrack gesucht haben. So, und zwar, Moment, ich muss mal kurz rüber switchen. Ich habe mir das mal hier, die Richtlinien für werbefreundliche Inhalte. So, und da gibt es dann auch einen Reiter, den kann man sich anschauen. Für welche oder was nicht werbefreundlich ist, beziehungsweise umstritten ist. So, da sind dann zum Beispiel Sachen sowas wie... Moment, ich fliege mal hier noch kurz ein bisschen raus. So, da sind dann so Sachen wie umstrittene Themen und sensible Ereignisse. Kann ich nachvollziehen. Gerade so aktuelles Weltgeschehen oder was, da sind ja manchmal Sachen dabei, die sind echt unschön. Okay. Drogen und Produkte mit gefährlichen Substanzen darf man auch nicht irgendwie verbreiten oder wie auch immer. Bin ich der Meinung, habe ich nicht gemacht. Wir haben die Sachen noch nicht mal im Spiel geschmuggelt. Gibt's ja. Gut, also das kam auch nicht vor. Schädliche oder gefährliche Handlungen während einer Explorer-Folge. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe zwar, aber das ist ein recht großer Stern, sehe ich gerade. Zwölffacher Sonnenradius. Ich habe zwar den Aufklärungsscanner penetriert ohne Ende, aber ich denke, das ist vertretbar. Das kann man machen. So, dann hasserfüllte Inhalte. Naja, nicht ganz. Ne? Auch das sind dann zum Beispiel über Religion, Behinderung, Geschlecht, Alter, Veteran, Status, sexuelle Orientierung, irgendwie sowas. Habe ich auch nicht gemacht. Gut, dann geht's weiter. Unangemessene Sprache. Das wäre vielleicht eine Sache, die bei Forza Motorsport zutreffend wäre. Das würde ich unterstützen. Kann sein, okay. Aber nicht in den Elite Dangerous Videos. Dann, was hatten wir noch? Genau, der nächste Punkt auf der Liste von denen wäre unangemessene Verwendung von Figuren oder Familienunterhalt, der Familienunterhaltung. Meinetwegen sowas wie die Simpsons oder weiß ich nicht, hier Family Guy. Keine Ahnung, dass man da anscheinend nichts verwendet. Nicht mal im Rahmen von Comedy oder Satire. Oh, ganz schön streng. So, dann, auch das bin ich der Meinung, mache ich schon relativ selten in meinen Videos. Und zwar Aufhetzung und Erniedrigung. Also wirklich, auch das kam meiner Meinung nach nicht vor. Und dann auch hier nochmal sexuell anzügliche Inhalte. Auch das kam nicht vor. Oder Gewalt, auch das nicht. So, das sind die Punkte, die man halt nicht in den Videos bringen darf. Gut, nun ist es so, dass man Videos, die dann als gelb markiert sind bei einem in der Videoliste, kann man eine manuelle Überprüfung anfordern lassen. Das geht allerdings nur, wenn das Video innerhalb der letzten 7 Tage 1000 Aufrufe oder mehr erhalten hat. So, da das bei, also das sind bei mir nur Videos mit Elite Dangerous. Bei allen anderen ist es bei weitem nicht so hoch. Mal 100, 200, mal 300. Mal von einer ersten Folge in einem Video auch mal 400, 500, 600 vielleicht. Aber von Elite Dangerous doch relativ regelmäßig sogar mittlerweile. Vielen Dank dafür übrigens mal. Freue ich mich sehr. Dann doch schon über 1000. So, da kann man eine manuelle Überprüfung anfordern. Habe ich gemacht.
dachte ich, okay, ja gut, mache ich das mal. Und habe aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass dabei dann, Moment, ich muss kurz nochmal rüber switchen, dass dabei irgendwas Sinnvolles rauskommt. Überhaupt nicht, geschweige denn, dass das schnell geht. Am nächsten Tag wurde das Video 270, was ja demonetarisiert wurde für die meisten Werbentragenden, nicht für alle, aber für die meisten. Und jedenfalls war das dann wieder grün. So, die manuelle Überprüfung fand dann wohl innerhalb der nächsten paar Stunden statt, sowie das war nämlich so, das Video hatte 960 Aufrufe. So, wie gesagt, die manuelle Überprüfung erst ab 1000 Aufrufen. Und dachte ich, na gut, vielleicht kriegen wir die letzten paar nach hin. So, hatte ich das gemacht und am nächsten Tag waren dann über 1000 Aufrufe erfüllt und die hatten das auch schon manuell überprüft. Ging also sehr schnell und die hatten mir auch den Status für die Monetarisierung wieder erteilt. Also alles in Ordnung, überhaupt kein Problem. Heute stehe ich auf, dasselbe Video wieder mit diesem gelben Symbol. Ich denke, wollt ihr mich ein bisschen veräppeln? Das ist doch nicht euer Ernst. Es wurde manuell überprüft, dass da nichts von all dem, was ich vorhin vorgelesen habe, irgendwie drin vorkommt. Na gut, dachte ich, lässt es nochmal überprüfen? Ne, geht nicht. Lass das nämlich bloß einmal überprüfen lassen und dann war's das. So, also, wenn das vorkommt, habe ich jetzt einfach die Monetarisierung rausgenommen, das heißt werbefrei, komplett werbefrei von dem einen Video. Und das andere, das 271er, das habe ich dann auch überprüfen lassen. Auch das ist aktuell normal auf Monetarisierungsstatus. Mal gespannt, ob sich da heute im Laufe des Tages noch was tut. Würde mich nicht wundern. So, dann wurde auch im Laufe der letzten Nacht die ersten, zweiten und ich glaube alle Folgen mittlerweile von Evil Within als für die meisten Werbetreibenden unfreundlich angezeigt. Das heißt, ich habe auch da komplett erstmal die Monetarisierung rausgenommen. Kann ich dann auch darauf verzichten. Das Problem eigentlich ist, also das habe ich jetzt noch nicht angesprochen, aber das Hauptproblem ist nicht, dass ich dann das Video nicht monetarisieren kann. Oder dass da weniger oder keine Werbung oder halt einfach weniger Werbung geschaltet wird. Das ist nicht mein Problem, sondern das Hauptproblem, was auch andere YouTuber damit haben, was man vielleicht nicht so weiß, dass das Video, so wie das dann mit diesem gelben Symbol versehen ist, dass das nicht mehr verbreitet wird von YouTube. Das heißt, also erstmal können das dann auch nicht mehr alle von euch in ihrer Abo-Box sehen. Das ist schon mal Punkt 1. Und das Video wird zum Beispiel niemandem vorgeschlagen. Oder das kommt einfach so nicht in diesen Suchalgorithmus mit rein. Das heißt, das Video fällt komplett raus und kann so gut wie keine Aufrufe mehr erzielen. So wie das einmal diesen Status hatte. Das ist das eigentliche Hauptproblem, dass man die Videos dann nicht mehr wirklich finden kann oder vorgeschlagen wird. Das kann man sich richtig und bei den Analytics angucken, die es bei YouTube gibt. Und da gibt es dann ganz schöne Einstürze. Wie gesagt, bei meinen Videos, die meisten haben überhaupt nicht so viele Aufrufe. Kleinvieh macht dann zwar auch Mist und da freue ich mich dann auch drüber, aber auch wie jetzt zum Beispiel die erste Folge von The Hunter Call of the Wild, hat mich eigentlich gewundert, dass das hier zu lang gedauert hat. Also einen Tag. Ne, zwei sogar, ich hatte schon einen Tag vorher hochgeladen. Dass das da so lange gedauert hat, weil da habe ich ja im Video auch zweimal geschossen. Ja, ich habe viel Grün und viel Wald gezeigt, aber ich habe auch zweimal auf den Abzug gedrückt. Reicht anscheinend schon. Also derzeit greift das da auch so ein bisschen um sich und ja, wie gesagt, an sich kein Problem. Bei Elite Dangerous kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin gespannt, was mit dieser Folge hier passiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das Hauptding ist nicht, dass es dann dafür halt kein Geld oder so gibt, sondern dass das einfach dann nicht mehr verbreitet wird oder dann auch viele nicht in ihrer Abo-Box sehen oder so. Das ist halt echt doof. Und ja, keine Ahnung, mal schauen, wie das so weitergeht. Ja, bin ich mal gespannt. Bloß, das wollte ich mal noch mit anschneiden, mit erklären. Kennen oder ja, das, wie gesagt, das geht schon länger. Das mit den Videos, gerade in Amerika, ist das wohl schon seit über einem halben Jahr präsent, dass das da gerade für Kanäle mit Shooter, die halt Shooter zeigen, was weiß ich, Call of Duty oder Battlefield oder sowas,
dass es bei denen wohl schwieriger wird, gerade von Kanälen, die davon auch ja, ihr Lebensunterhalt halt verdient haben, wohl enorm schwierig gewesen ist, dann auf einmal da noch ein bisschen was zu bekommen. Tja, aber keine Sorge, ich mache es ja nach wie vor trotzdem, weil ich Bock drauf habe und das machen will. Und ich werde dann auch die zukünftigen Videos alle von The Evil Within einfach, ich nehme einfach die Monetarisierung komplett raus. Und habe ich da schon mal keine Probleme. Das ist, war mir im Vorhinein auch klar, dass das passiert. Ich habe es bloß probiert und mal geschaut. Die zweite Folge war dann direkt, als sie hochgeladen war, wurde die schon angezeigt, dass man die nicht sehen kann. Oder beziehungsweise nicht richtig monetarisiert wird. Und die anderen Folgen folgten kurz darauf. Naja. Aber ach, guck mal, ich sehe gerade. Ach, das ist ja ein Ding. Okay, nochmal kurz was Positives. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass auch die letzten beiden Forza Motorsport-Folgen auch als unfreundlich angezeigt wurden. Da habe ich auch die manuelle Überprüfung angefordert, obwohl das erst ab 1000 Aufrufen möglich ist. Die haben jetzt allerdings bloß jeweils beide über 100 Aufrufe, aber die haben das Monetarisierungssymbol wiederhergestellt. Guck mal an. Hätte ich ja nicht gedacht. Okay, also da scheint... Zumindest muss ich noch mal so ein bisschen beobachten mit der manuellen Überprüfung, ganz gut zu klappen. Jedenfalls ist es halt ein großes Ärgernis, was jetzt auch Folgen von mir betrifft, die meiner Meinung nach ja eigentlich recht ruhig und entspannt sind, wie auch jetzt die zufolge. Gut, ja, auf alle Fälle würde ich mal sagen, ich düse mal noch ein bisschen vor mich hin und sehen wir uns dann hier oder wahrscheinlich dann auf dem anderen Account erstmal wieder die nächsten Tage. Das war's dann für heute von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Was haben wir da? Na gut, ich schau. Ah, nö, ist mir zu weit weg. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.